Das ist was Cooles gewesen für mich. Die Studierenden haben sich von drittklassigen Trotteln zu durchschnittlichen guten Eierköpfen entwickelt. Fassen wir doch mal zusammen, wie dir dieses Kunstwerk gelungen ist. Na, weiß ich doch. Stelle bestes Personal und Einrichtungen bereit, um die Noten der Studierenden zu verbessern. Sorge dafür, dass sich die Studierenden wohlfühlen, um ihre Lernkurve zu erhöhen. Verdiene mehr Geld, indem du deinen Campus vergrößerst und mehr Studenten anlockst. Ja, im Endeffekt, die Einführung haben wir jetzt durch. Glückwunsch, du hast für das Erreichen deiner Ziele etwas Kudisch verdient. Verwende dein schwer verdientes Kudisch, um neue Objekte, Personalausfits und Innenausstattungsoptionen freizuschalten. Kudisch. Hiermit kann ich dann neue Sachen freischalten. Alles gut, alles gut. Wie war das denn überhaupt? Seht ihr das irgendwo? Aufenthaltsraum, okay, cool. Special-Sitzer. Rahmenlampe. Unterhaltung, Attraktivität. Attraktivität auch noch. Clown-Truhe, naja. Aber kann ich denn hier vielleicht irgendwie durchwechseln? Struktur, Essen und Getränke. Gibt's da was anderes? Morsel-Man-Automat. Okay. Hier Unterhaltung. Ist ein bisschen was. Und kostet jetzt 250. Okay. Münztelefon kostet 1 Dollar pro Minute. Ja, aber sowas von gekauft. Mhm. Achso, okay. Ihr hört Radio Campus. Das ist also Verschönerung, wie es aussieht. Ich bin Felicity Bellbottoms. Aktuell sind die brandneuen Tiefkühlsnacks im Campus-Supermarkt in aller Munde. Wir wollen nicht mit dem frozen Joghurt herumreden, sondern bringen euch direkt eine Story über zwei Schleckermäulchen, die von einem ganzen Berg Gratisstreusel erschlagen wurden. Bleibt für Unterhaltung und Quatsch und so ein Scheiß anscheinend. Na gut, halt erstmal so wie ich habe. Okay, so ein Ding finde ich noch cool. Ich habe mir das große Bild immer letztes Mal gewonnen hatte, war. Ich weiß immer nicht, wie viel Kudusch ich habe, ne? Egal. So, wir bauen. Aufenthaltsraum. Ah, ne, warte mal, einfach kurz gucken, was macht der Aufenthaltsraum? Ein Ort für alle, die glauben, nicht rund um die Uhr büffeln zu müssen. Bietet Unterhaltung, veranstaltet Partys, Beziehungen, Entwicklung und so weiter. Gut. Kommt hier in die letzte Ecke. Wir sagen hier die Türklärerin. Das war Eis hier, aber naja. Ist ja fast wie draußen spielen. Pflegehinweis: Pflanzen brauchen Wasser.
schon vergessen? Da kann man sich ein bisschen betteln hier sozusagen. Das kriegt man eigentlich nicht leisten, so eine Lampe. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht, so ein Ding hier zu bauen. Sieg dann. Eine Dartscheibe. Ja, mit Dartscheibe baut man hier hin. Wer richtig schlecht trifft, der trifft ihn beim Boxsack. Läuft auch gut. So, hier hinten kommt so eine Schildecke drin. Erinnerung an alle Studierenden. Manche Noten solltet ihr persönlich nehmen. Okay. Ja, warte mal. Hier drüben weiter hinbauen. Nun, da es Herbst wird, herrscht wachsende Besorgnis über die Blumen auf dem Campus. Wo sind sie hin? Warum sind sie nicht mehr hier? Wuchsen da drüben nicht mal Blumen? Das sind nur einige der Fragen von besorgten Studenten mit einem Herz für Botanik. Als wir ihn um eine Stellungnahme baten, begründete der Obergärtner die Situation mit dem Wort Jahreszeiten. Jahreszeiten. Das bescheuerte Typen. Zack. Zack. Ob das hier Müll mal hier drin? Doch, Pflanzen gehabt, wa? So. Arzt, bitte zurück ins Krankenhaus. Besten Dank. So eine kleine Special-Atmosphäre. Hier in der Ecke kommt auch noch ein Lämpchen drin. Fenster nicht wegnehmen, ne? Weil wir sind die genau an der Stelle genau cool. Kühlschrank muss auch hier drin, auf alle Fälle. Mann, wie krank eigentlich? Ah! Okay, gut, 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 gut. Erinnerung an alle Studierenden. Denkt daran, dass ihr freiwillig hier seid. Verstehe. Das wird gerade zu viel, ne? Und von der Jetty kann auch rennen. Und wir bauen die Bude. So, was baue folgendes Personal? Personal. Ich meine, yeah, Personalzimmer, juhu! Was Wichtigeres gibt's ja nicht. Mein Gott, da kann ich schon wieder saufen. Eine kleine Packer. Studenten, bei denen die Nachricht über neue Eiscremesorten im Campus-Supermarkt einen üblen Beigeschmack hinterlassen hat. Die Musik. Ja, Ben und Sarah sind früher mit viel Mumm und einer Kühlbox voller Spieleis durch den Park gezogen. Aber seit es im Campus-Supermarkt die Sunday-Bar
und den Schäfeisstand gibt, läuft es für die beiden nicht mehr so rund. Irgendwie traurig. Die zwei wollten sich doch bloß in der brutalen Sommerhitze was dazu verdienen. Jetzt kühlen ihre Geschäfte ab, während ihr Eis langsam dahinschmilzt. Denkt an die beiden, wenn ihr das nächste Mal einen Fudge-Sunday genießt. Apropos, holt euch zwei zum Preis von einem. Jeden Mittwoch im Campus-Supermarkt. Fliss, zurück zu dir. Hier drin ist eine Fliege. Danke für die Info. Oder so, keine Ahnung. Ich bin die Schalenhecke zu gerne schräg, ne? Gut schon. Bestimmt voll der super Raum. Hallöli. Warte mal. Doch, Hallöde. Kling. Wie geht's? Ich hoffe, du hast einen schönen Abend. So, Liebesbank. Wunsch nach Hantelbank. Okay. Bilanz. Monatlicher Gewinn 4000, okay. Handeln. 25, okay. Eine Liebesbank, ja mei, schön hier draußen im Regen. Da läuft. Guck mal hier, wo der Brunnen ist, das ist cool. Schon passen, oder? Stimmt. Wissenschaftslabor der Stufe 3, okay. Glückwunsch, du hast das Studienjahr gemeistert. Sehen wir uns die Jahresbelohnung an, um herauszufinden, wie und so weiter. Abschlüsse kein. Gut, im ersten Studium war ein bisschen komisch. Bleiben im Studium 10. Gönn dir eine gänzlich genüssliche Gaumenfreude mit Cheesy Gubbins, die Essenz von Käse. Welch tolle Werbung. Gib's zu, du willst sie. Das Studienjahr ist nun vorbei. So, die Sommerpause ist die perfekte Zeit, um dich auf das bevorstehende Jahr vorzubereiten. Baueinrichtungen gibt viel zu viel Geld für Dekoration aus und sonne dich am Boden des vergangenen Jahres. Erweitern wir unseren Studienangebot um den Studiengang virtuelle Normalität. Okay. Gut. Also das muss ich also ohne Bedenken, dass ich so weiter mache. Okay, krass. Demnächst wird sich uns eine weitere Gruppe Studierender anschließen. Es ist wichtig, dass wir mit unserer stetig wachsenden Studien bla und bla gucken. Ich hoffe, ein neues Grundstück.
dran. Zitieren statt plagiieren. Ja, gut, klar, ne? Mach ich. Easy. Was? Okay. Handelbank, nicht gut Kudusch, also muss ich es ablehnen. Nicht gut im Kudusch, also muss ich es ablehnen, sorry. So. Wir können mir Grundstück kaufen. Ah, okay, einfach dann rüber gehen. Was gibt's denn für Grundstücke? Cool, kann ich einfach mal so ein gefühltes Einfamilienhaus wegreißen? Achso, hat jetzt Kidding überhaupt richtig gegrüßt oder war es mit dem Mikro aus? Sorry, ich habe manchmal das Problem, dass mein Mikro aus ist und ich vergesse das wieder anzumachen. Den Besserplatz lasse ich mal, da kannst du keine Kinder nutzen. Fabrikgelände hier, muss weg. Mit Gebäuden, was soll ich denn mit den Gebäuden? Die Umkleide auch kaufen? Was ist das für ein Blödsinn? Also irgendwie cool, aber... Warte mal, was wäre denn hier hinten? Mit der Straße und so? Ich weiß nicht, macht das Sinn? Bin eher erstmal hierfür. Ups, toll, das habe ich gekauft. Häufige Fragen. Nein, das Hütchen sollte eben nicht rosa sein. War ja jetzt wieder Dufter. Cool, komm, guck dir doch mal. Einfach mal dazu gekauft, weiß kein. Sicher, sicher. Mhm. Das hat bestimmt ein Einstellen drum gebaut. Okay, interessant. Okay. Prüfe vor dem Start eines neuen Jahres, ob du alle Campus-Anforderungen erfüllt hast. Das war's von uns bei Radio Campus. Noch eine kleine Erinnerung. Wer hier beim Radio mitmachen möchte, kann sich gerne.